Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich habe vor ungefähr 2 bis 3 Jahren mal ein Video gemacht, wie man diese Topmeter bzw. diese Schaugläser reinigen kann bei einem Modell. In dem heutigen Video zeige ich euch diverse Modelle und man kann bei jedem, aber wirklich bei jedem Hersteller dieses Schauglas reinigen. Wenn es dicht ist, muss es nicht gewechselt werden, man kann es selber zu Hause reinigen. Heute zeige ich euch, wie einfach das Ganze ist. Hier habe ich ein paar Beispiele mit zum Beispiel hier ganz neuen Topmeter. Hier auch. Hier sind sie auch ganz neu und der hier war schon mal in Gebrauch. Und hier sieht man schon, die sind gelb, aber da sieht man immer noch durch. Und hier zum Beispiel die, wo sehr gängig sind, sind die von der Taconova. Die habe ich sehr viel und die gibt es in mehreren Ausführungen. Und hier wird das Schauglas einfach von oben weggeschraubt. Diese hier sind etwas anders, aber auch diese hier kann man auseinandernehmen und reinigen. Nur die werden nach unten demontiert, also da muss das Plastik hier hinunter. Und bei diesen ist es genau gleich. Und das zeige ich euch an einem Beispiel. Und wie gesagt, alle kann man reinigen, alle kann man auseinandernehmen. Und wichtig ist dabei, dass sie jetzt nicht undicht sind, weil wenn sie undicht sind, werden sie wahrscheinlich eh gewechselt. Aber zur Reinigung sind sie alle geeignet und man kann sie ganz einfach auseinandernehmen. Hier zeige ich euch jetzt ein paar wirklich verschiedene Topmeter. Das da ist der eine, wo ich schon ein Video mal gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch, wie einfach das zu demontieren ist. Man nimmt ihn ein bisschen fest hier unten und dreht dann dieses Schauglas weg. Und hier könnt ihr sehen, hier drin ist die kleine Feder. Das ist unser Schauglas. Und das wäre das erste Modell von der Taconova. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Und die Reinigung kann man mit so einer kleinen Bürste machen und da einfach reingehen und reinigen mit, ich würde sagen, mit Seife kommt es eigentlich recht gut hin. Wenn wir es gereinigt haben, setzen wir wieder die Feder rein und schrauben das Ganze so wieder zusammen. Und ihr könnt sehen, das funktioniert wieder genauso wie vorher. Bei diesem Modell ist es etwas anders, da kann man das nicht nach außen rausschrauben. Man muss es nach innen schrauben, also so. Genau andersrum als der, wo ich jetzt gemacht habe. Dann kommt das Ganze raus da, oder sollte, so. Jetzt müssen wir noch dieses kleine Teil auseinandernehmen. Und das machen wir folgendermaßen. Ich habe hier diese etwas speziellere Zange. Da ziehe ich jetzt an diesem Ding da fest. Und jetzt kommt das Ganze raus. Und auch hier sieht man die Feder. Und jetzt können wir wieder mit dieser kleinen Bürste das reinigen. Am Ende wieder die Feder rein. Und dann einfach hier reindrücken. Und jetzt schraube ich das Ganze wieder zusammen. Und ihr seht, es geht rein hier. So, und jetzt funktioniert auch der wieder. Dieser hier ist genau der gleiche wie der, wo ich jetzt eigentlich reinigen möchte. Um euch zu zeigen, machen wir das jetzt mit dem, der wirklich schmutzig ist. Und hier sieht man, da ist überhaupt nichts zu sehen. Bei diesem hier wird es etwas komplizierter. Da muss dieses Plastik zuerst weg. Und das kann man wegdrücken, also so mit 2 Fingern und das Unterteil aber festhalten. So. Jetzt kommt es raus. Und hier muss dieses Teil nach unten, also es muss rausgepresst werden. Ihr könnt entweder so ganz leicht auf ein Holz schlagen,
das würde eigentlich auch gehen, oder mit der Zange so das alles rauspressen. Es geht eigentlich beides gleich, funktioniert beides, überhaupt kein Problem. Ich probiere jetzt hier nochmal mit dieser Zange, es ist nicht einfach, weil der ist ziemlich schmutzig. Jetzt kommt das. Jetzt kann ich den so auseinandernehmen. So, als nächstes muss jetzt auch hier wieder dieses Teil raus. Das wird nur rausgezogen. Hier sehen wir diesen kleinen O-Ring. Hier sehen wir auch unsere Feder. Jetzt mache ich in diese Gummiwanne etwas Wasser und Spülmittel rein und dann reinigen wir diesen Topmeter. Ich lege mal alle Teile hier ins Wasser, lasse es etwas einwirken dann mit der Seife und probiere dann alles sauber zu machen. Für die Außenreinigung oder für das Metall benutze ich diese kleine Bürste, diesen kleinen Pinsel und reinige schon mal die Metallteile. Das kommt eigentlich sehr gut weg alles. Ich sehe es an diesem Metallteil. Hier zu sehen, es wird wirklich schön sauber. Ein bisschen kann man noch nacharbeiten. Ich reinige es bewusst nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder starkem Entkalker, da eventuell das Material auch drunter leidet. Ich lege mal alles auf so ein Tuch. Jetzt mache ich dieses Teil da sauber, diese Feder. Und hier sieht man, wie schmutzig das Ganze ist. Diesen O-Ring kann ich auch wegnehmen. Und wie gezeigt, man kann wirklich jedes Teil auseinandernehmen und sauber reinigen. Und hier seht ihr auch, da sieht es wie neu aus. Als letztes und das Schwierigste zu reinigen ist dieses Schauglas, vor allem innen. Da benutze ich jetzt diese kleine Bürste und die ist eigentlich für Trinkhalme aus Glas, aber auch hier kann man sie super benutzen. Einfach sauber reinigen innen drin und dann kommt das Ganze wirklich wie neu. Wenn die Bürste nicht überall hinkommt, kann man sich eventuell mit einem kleinen Schraubenzieher behelfen, mit dem man dann die Wände und mit einem kleinen Tuch, mit dem man dann die Wände von diesem Schauglas noch besser bearbeiten kann. Aber ich sehe, es kommt sehr, sehr gut. Ich spüle mal, dann sehen wir, wie das aussieht. Und hier könnt ihr sehen, das Schauglas ist wie neu. Ich tue es jetzt trocknen und dann können wir das Ganze zusammenbauen. Jetzt kann ich das Ganze zusammenbauen und zwar so, zuerst muss diese Dichtung hier drauf, dann kommt hier das Schauglas, das wird einfach so ein bisschen reingedrückt und jetzt kommt das Ganze und zwar so, kommt das Ganze wieder rein und jetzt ist es ja schon drin. Und jetzt kann man sehen, dass das funktioniert. Hier sieht man schön. Und ich zeige euch mal einen anderen, den ich noch nicht gereinigt habe. Den
reinige ich nachher. So hat das ausgesehen. Und wenn man jetzt das anschaut, ich montiere noch das Plastikteil. Und wenn man jetzt die zwei vergleicht, haben wir ein sauberes Resultat. Und zwar in ganz wenigen Minuten. Wenn ihr eventuell andere Modelle habt von diesen Schaugläsern, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, welche Modelle ihr habt, und ich versuche euch da weiterzuhelfen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video und mit dieser kurzen Arbeit etwas weiterhelfen kann. Bitte abonniert doch meinen Kanal, um keinen von den neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.